Zu einem ganz anderen Thema. Jetzt wird es nämlich gleich richtig laut, denn es geht um den Abend, auf den sich Tausende seit Wochen gefreut haben. Denn für den Traumrock-Spezial haben mit den Pudis, Karat und City gleich drei Ostrock-Legenden die ausverkaufte Messehalle gerockt. Und dass die Herren darin nun schon seit über 40 Jahren Erfahrung haben, das schien in diesem Fall nur gut zu sein. Was für ein Auftritt. Vom ersten Tag 10.000 begeisterte Fans beim Konzert der Superlative. Die Pudis, City und Karat, 15 Musiker gemeinsam auf der Bühne. Alle um die 60 mindestens. Bei den Pudis liegt der Durchschnitt leicht darüber. Doch das merkt man den Rockern nicht an. Jede der Bands bringt die Halle zum Beben. Etwas Besonderes war der Abend auch für diese Thüringen-Journal-Zuschauer. Sie hatten die letzten Tickets gewonnen und ein Treffen mit den Rocklegenden. Ja, das ist schon ein bisschen ergreifend. Ich meine, man hat sich das vielleicht immer mal so gewünscht, ne? Aber jetzt die zu sehen, da bleibt doch gleich die Spucke weg. Nach der Rockerrente fragte zwar niemand, der Abschied war trotzdem ein Thema. Wehmut? Nein. Warum? Das Ende? Na, ist ja noch nicht Ende. Die Wehmut wird vielleicht später mal kommen, wenn man ganz aufhört mit Musik. Aber ich bin ja noch ein relativ junger Mensch und habe noch eine Menge vor. Und aus diesem Grunde denke ich daran noch nicht. Alles schon gemacht, alles schon getan. Alles bis ans Ziel gemacht, auf und ab, wie die Achterbahn. Alles schon mal gemacht, trotzdem werden auch die Jungs von City weiter auf der Bühne bleiben mit einem Überraschungsgast. Ostrock war mal kein guter Stempel, sagen die Musiker selbst. Doch heute ist daraus eine Marke geworden, die noch immer Tausende begeistert. Und ein Klassiker der Rockmusik folgt auf den nächsten. Pudis, City und Karat, 15 Musiker gemeinsam auf der Bühne. Sternenstunden in der Novembernacht mit den Rocklegenden und einem ganz besonderen Traumrock-Spezial.